Bethesda hat den bisher größten Patch zu Starfield angekündigt und der soll schon bald kommen. Am 17. Januar geht er in die Steam-Beta und 2 Wochen drauf gibt es ihn dann für alle Plattformen. Bethesda verspricht über 100 Fixes und Verbesserungen und hat auf Twitter auch schon einen kleinen Ausblick gegeben, worauf wir da so warten können. Als erstes zählen sie Quest-Fixes auf, zum Beispiel die Eye of the Storm-Quest, die gehört zu der Crimson Fleet-Quest-Reihe und da können Probleme auftauchen, zum Beispiel, dass man nicht richtig docken kann oder Daten transferieren und auch die Tempel, die für die Main-Quest wichtig sind, dass die nicht richtig auftauchen. Zusätzlich wird auch an der Technik gearbeitet, zum Beispiel verschiedene Stabilitätsverbesserungen, aber auch grafische. Man sieht das hier auf dem Screenshot mal, wenn ich hier umschalte, das ist aus der Charaktererstellung der alte Shot und der neue, dass das so ein bisschen schöner aussieht. Also an dieser Plastikhaut ändert das nicht so viel, aber man sieht das so vor allem an der Stirn und an der Seite, dass da die Beleuchtung ein bisschen besser gelungen ist. Und das nennen sie auch selber verbesserte Texturen, Beleuchtung und Schatten. Die Augen sehen auch ein kleines bisschen besser aus, obwohl nicht so gut wie in manchen Mods. Und was ich immer noch komisch finde bei Starfield, dass sie immer so aussehen, als würden die gleich weinen. Das soll wahrscheinlich realistischer sein, aber die haben alle unten Wasser in den Augen. Und das ist so seltsam und das ist auch immer noch jetzt da. Wenn man da einmal drauf achtet, kann man das übrigens nicht mehr wegsehen. Da hilft dann nur noch diese Mod No More Watery Eyes, die es ein bisschen wegmacht, die hätte ich mir auch installiert. Zum Beispiel, man sieht das in den Screenshots und den Vergleichen dann ganz gut, dass das dann nicht mehr ganz so extrem ist. Hier auch. Naja. Die weiteren grafischen Verbesserungen betreffen eher die Umgebung. Zum Beispiel mit der Sonne haben sie es hier. Das ist ziemlich cool, das nächste. Dass Planeten einen Schatten auf ihre eigenen Ringe werfen. Das sieht so ein bisschen hart aus, aber da bin ich nicht ganz sicher, ob das realistisch ist oder nicht. So rum. Wenn man da hinschaut, das sieht halt wirklich ganz, ganz sauber gecuttet aus. Aber prinzipiell trotzdem natürlich schon mal schöner als ganz ohne Schatten. Und daneben noch ein paar allgemeine technische Fixes. Zum Beispiel, dass die Schiffszugänge manchmal als unbenutzbar markiert wurden. Dass es noch einen weiteren Fix gibt, damit die Asteroiden nicht mehr den Raumschiffen folgen. Hoffentlich funktioniert diesmal. Letztes Mal hat es ja nicht geklappt. Und da steht immer noch nichts davon, wenn dir ein ganzer Planet folgt oder Teile von New Atlantis. Und auch ein anderes Problem, dass wenn man abgerissene Gebäude im Außenposten hat, dass die manchmal wieder aufgetaucht sind, wenn man zum Außenposten zurückgekehrt ist. Das ist auch gefixt. Die ganzen Patch Notes werden dann auch nächste Woche zusammen mit der Steam Beta eben am 17. Januar veröffentlicht. Die erste Frage, die ich hier gleich sehe, wo ich mir noch das Bild anschaue, ist, ob nicht Sachen veröffentlicht werden, die das Spiel, also die mehr Spaß machen, die den Spielspaß erhöhen, nicht nur um grafische oder technische Sachen. Und das ist natürlich schon ein kleines bisschen enttäuschend, weil sie im eigenen End-of-Year-Update, was sie am 20. Dezember 2023 veröffentlicht haben, schon angekündigt haben, genau was jetzt passiert, dass sie ungefähr im Februar anfangen werden mit diesen regelmäßigen Patches, mit den regelmäßigen Updates, die alle 6 Wochen erscheinen werden. Das wird jetzt eben das erste sein. Mitte Januar die Beta, Anfang Februar dann eben der erste Patch, danach alle 6 Wochen. Und das soll alles enthalten von Quality of Life Improvements über Content und neue Features. Und das, was sie jetzt im ersten angekündigt haben, sind eben Quality of Life Improvements und Bugfixes, also auch technische Verbesserungen. Aber von den neuen Content und den Feature Updates, die dann auch hier besprochen wurden, ist leider noch nichts drin. Die neue Map zum Beispiel, New Ways to Travel, was immer noch ein bisschen ja, nebulös ist, was sie damit genau meinen. Änderungen am Schwierigkeitsgrad, obwohl sie das auch in Anführungszeichen gesetzt haben, womit sie meinen, dass man viel mehr Kleinigkeiten einstellen kann, zum Beispiel wie viel man tragen kann, von wie weit man auf seinen Laderaum zugreifen kann, wie viel Schiffsschaden man nimmt oder austeilt, wie viel Credits die Händler haben und. Und auch ein bisschen, was sie versprochen haben, neue Survival Mechanics, dass man das auch ebenfalls ein bisschen modifizieren und anpassen kann. Das ist vor allem interessant, weil in den letzten Tagen wieder mehr Berichte aufgetaucht sind, wo Leute aus den Spieledaten so Rückstände wieder ausgegraben haben, wo man eben genau diese Survival-Mechaniken sieht. Das ist jetzt nichts ganz Neues. Das hat ja Todd Howard schon selber gesagt, dass das ursprünglich ein viel größerer Bestandteil war. Und die das rausgenommen haben, das ist eine gute Entscheidung, war es eine andere Frage. Aber deswegen ist es auch nicht verwunderlich, wenn Leute das finden. Aber trotzdem haben sie jetzt einfach mehr Hinweise darauf gefunden, wie sich das auswirkt. Das meiste davon ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber das fand ich zum Beispiel ganz cool. Hier haben sie ein frühes Konzept, eine frühe Version der Star Map gefunden. Das ist leider nicht ganz so gut aufgelöst, aber es verrät schon einiges, was damals anders war. Erstmal sieht es ein bisschen übersichtlicher, finde ich, aus, obwohl man es nicht so richtig sagen kann, wenn es nicht in Bewegung ist. Aber hier unten bei den verschiedenen Optionen sieht man zum Beispiel schon mal einen Filter.
Dann ist die Frage, was man da eingeben kann. Das fehlt jetzt immer ein bisschen, dass man die Map einfach mal filtern kann nach Systemen, nach Namen, alphabetisch, nach irgendwas, dass man da nicht nur so mit dem Cursor da rumsucht, sondern dass man da wirklich mal eine Suche starten kann, dass man vielleicht auch Favoriten vergeben kann, dass man sagen kann, diese 5 Planeten sind mir besonders wichtig und da sind irgendwelche Sachen, die ich noch erledigen möchte. Hier oben sieht man auch nochmal so Pull-Down-Menüs, die vielleicht verschiedene Sachen enthalten, Systeme, Planeten, Economy, nachdem man dann das ganze System sortieren kann und da auch nochmal einzelne Planeten. Und hier sind nochmal mehr Informationen und auch hier teilweise, die in den anderen Sachen jetzt nicht mehr drin sind, die dann eben auch eventuell mit dem Survival-Aspekt zu tun haben. Und das sind vor allem alles Sachen, die man irgendwie relativ nachträglich leicht noch nachholen könnte im Vergleich zu vielen anderen. Wenn man jetzt sagt, okay, die Survival-Mechaniken haben wir ganz groß rausgenommen, dann kann man die natürlich nachträglich teilweise wieder einfügen, aber das ist ein ganz großes System. Aber sowas wie hier ein bisschen das UI, das Inventar oder eben die Star-Map zu überarbeiten. Hier werden in den Kommentaren zum Beispiel viel mit anderen Spielen verglichen. Star Trek Online wird hier genannt, dann wird Elite Dangerous sehr oft genannt, No Man's Sky und. Und dem kann ich auch nur zustimmen, dass das so praktisch wäre manchmal, weil einen bestimmten Planeten zu finden, den man sich irgendwie gemerkt hat, ist echt etwas mühsam in Starfield bisher. In den Kommentaren auf Twitter hat Bethesda dann teilweise auch noch geantwortet. Zum Beispiel wurde hier gefragt, ob hier Power from Beyond, das ist eine spezifische Quest, ob die repariert ist oder nach einer anderen Operation Starseed, dass die Türen da nicht richtig funktionieren. Und zum Beispiel hier, diese Power from Beyond ist in dem nächsten Update schon gefixt. Die Türsache in Operation Starseed und auch bei der Vanguard Safer Skies Quest kommt erst später. Gerade die Operation Starseed Sache, wie man hier sieht, wurde relativ häufig angefragt. Als ich den Tweet zum ersten Mal gelesen habe, muss ich ehrlich sagen, hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, ich hätte erst ehrlich gesagt 1000 gelesen, aber das ist natürlich mein Fehler. Da steht halt 100 Fixes. Und das größte Update, das klingt halt auch so krass, aber da muss man auch ehrlich sagen, die Updates bis jetzt waren halt eher irgendwie mal so 2-3 Sachen. Deswegen ist natürlich auch das jetzt das Größte. Ich warte immer noch, ob da mal sich wirklich fundamental was tut mit den Sachen, die sie im End-of-Year-Update abgekündigt haben. Aber da müssen wir anscheinend noch ein bisschen länger drauf warten. Und wenn sich dieser Turnus, den sie selber angekündigt haben, bewahrheitet, dann können wir das frühestens dann im Mitte März sehen, ob dann, oder bis also Ende Februar, Anfang März, sehen wir dann vielleicht wieder eine Beta, 6 Wochen nach der 17. Januar-Beta jetzt, und dann die richtigen, kompletten Änderungen, und auch für alle gibt es dann erst Mitte März. Die Reaktion auf Twitter und auf Reddit und auch in anderen Foren ist relativ durchwachsen. Manche freuen sich halt, dass spezifische Quests gefixt werden, mit denen sie Probleme haben. Oder sie finden einfach allgemein gut, dass daran gearbeitet wird und dass auch ein bisschen die Grafik besser wird. Andere haben sich halt deutlich mehr erhofft. Naja, so ist es halt. Aber eine Sache, die ich hier noch besprechen möchte, finde ich ganz interessant. Das hatte ich schon vor einigen Tagen entdeckt und wollte ich mir mal wieder angucken, vielleicht genauer. Da geht es um einen Post, den jemand auf Reddit gemacht hat, in dem er ein bisschen versucht hat, eine realistische Vorhersage zu machen, was der Patch enthalten wird. Und die fand ich ziemlich spannend. Also er sagt, dass das die Vorhersage ist für das Februar 2024 Update. Das wird sich jetzt schon nicht bewahrheiten, weil er einiges für Gameplay und UI vorhergesagt hat. Aber vielleicht sehen wir es danach in dem März Update. Er sagt nochmal vorneweg, das ist halt eine Vorhersage, kein Wunsch. Kann natürlich komplett falsch sein. Er hat sich halt den Track Record von Bethesda angeschaut, also die Vergangenheit von Skyrim zu Fallout 76 und auch Fallout 4. Und hat damit einbezogen, dass nach eigener Aussage ja ungefähr noch 250 Leute an Starfield arbeiten. Bethesda hat selber gesagt, das wird das erste große Update. Ne? Das haben sie in diesem Year-End-Update, was wir gerade eben angeschaut haben, nochmal selber erwähnt. Und auch hier, er sagt nochmal, wir können ein großes Changelog erwarten, das größte seit dem Game-Launch. Gut, das wird es ja auch sein mit diesen über 100 Einträgen. Er sagt schon selber, er erwartet ein großes Update, aber kein riesiges, da halt dieser 6-Wochen-Turnus ist und dass das nicht so riesige Änderungen zulässt, obwohl das auch nicht ganz stimmt, wenn man zum Beispiel an Baldur's Gate 3 denkt. Aber ich denke, trotzdem ist das ganz vernünftig. Und er sagt, dieses Update wird das Wichtigste für Bethesda sein, weil es zeigen wird, wie sehr Bethesda wirklich den Willen hat, das Spiel zu reparieren und zu ändern und dass sie auf die Spieler hören. Und dass er vermutet, dass der interne Druck da ziemlich gewaltig sein muss. Als 6. Punkt nennt er noch, wir sollten nicht zu große und tiefgehende Änderungen im Gameplay erwarten, zum Beispiel wirklich großartige Änderungen bei der prozeduralen Generierungen, aber dass sie mit den einfachsten, offensichtlichsten und am meisten gefragtesten oder nachgefragtesten Sachen anfangen werden. Ich sage auch, da war leider schon ein bisschen zu optimistisch, weil eben
gar keine Gameplay-Änderungen angekündigt sind. Und auch er sagt, das wird als erstes großes Update bis in die Richtung vorgeben und tut es leider auch nicht, sondern es macht eigentlich mehr vom Gleichen, besser und mehr, aber nicht wirklich grundlegend was. Naja, aber wir können mal reinschauen, was er jetzt erwartet hätte für den Februar 11. Der 11. Februar ist übrigens gar kein schlechter Zeitpunkt, so von dem, was er vermutet hat. Es kommt ein kleines bisschen früher, wenn sie wirklich 17. Januar Beta und dann 2 Wochen draufrechnen, dann ist es halt ungefähr 1 Woche früher, als er erwartet hat. Aber von den Änderungen ist es nicht ganz so spannend. Er hat erstmal Stability und Performance Improvements, also Stabilität und ja, Performance-Verbesserung erwartet, Bugfixes und auch hier das, was auch wirklich drin ist, ja, dass bestimmte Quests gefixt werden, die wirkliche Stopper drin haben, dann mehr Grafikkartenfixes und FSR3 und XESS und dann aber mehr Gameplay und UI. Zum Beispiel, dass wir endlich die City Maps für New Atlantis, Cydonia, Neon und Aquila City bekommen. Das werden wir wohl nicht. Dass wir ähnlich wie beim Essen aufsammeln, das nicht erst ins Inventar nehmen müssen, sondern dass wir auch Bücher zukünftig direkt lesen können, ohne sie aufzuheben. Davon hat man auch nichts gelesen. Favorites, also Favoriten für Fast Travel, dass man auf der Star Map, die ich eben gezeigt habe und auch die alte Version gezeigt habe, dass man da seine verschiedenen ja, Homes sieht, seine verschiedenen Apartments, die Außenposten und auch was man sonst immer als Favorit markieren möchte. Gibt es auch nicht, auch eine gute Idee. Neue Gameplay-Optionen, dass man mehr tragen kann, dass man eben auf das Schiff zugreifen kann, auf den Laderaum, dass man Ship Damage und Vendor Credits einstellen kann. Das haben sie angekündigt, aber ist eben auch nicht in diesem ersten Update drin. Das ist eine super wichtige Änderung, fände ich, und auch eine richtig geile, dass man seine Blueprints, also seine Baupläne von seinen Schiffen, mit anderen Spielern sharen kann. Sei es irgendwie jetzt runterladbare Dateien oder als irgendein Buchstaben-Zahlen-Kombo, dass man das posten kann, weil das einer der liebsten Features ist, die man auch im Reddit ganz oft sieht, in verschiedenen Threads, dass Leute einfach ihre Schiffe posten, davon ja, ihre Screenshots zeigen. Und wenn man das wirklich teilen könnte, wäre das super. Die Fähigkeit, Cora Bücher oder Kuscheltiere zu geben, gerade das mit den Büchern, da ärgern sich viele drüber, weil das so eine bisschen an dieser Kernfantasie des Rollenspiels mit zu tun hat, dass Cora die ganze Zeit davon spricht, dass sie so gerne Bücher hätte und mehr Bücher und so weiter. Und man kann ihr einfach keine Bücher geben, obwohl sie die ganze Zeit davon erzählt. Und das fällt halt besonders auf. Das ist natürlich nur eine ganz kleine Sache, ähnlich wie Bücher lesen und Essen, direkt essen, eine Kleinigkeit ist. Aber gerade das fände ich persönlich noch, was eben auf den Rollenspielaspekt einzahlt, dass das wichtig wäre. Dass die Freunde und Eltern an der eigenen Hochzeit teilnehmen können. Das ist genau das Gleiche wie mit Cora. Das ist so naheliegend für ein Rollenspiel, wo du wirklich da deine eigene Geschichte schaffst, deine eigene Persönlichkeit, wo das so viele Freiheiten hat, aber auch ein bisschen glaubwürdig sein soll und Konsequenzen haben, dass du da deine Hochzeit feierst, dass du dich da, wenn du zum Beispiel Sam heiratest, dass du dich da um die Ex kümmern musst, aber deine eigenen Eltern, die kommen nicht zur Hochzeit. Die Fähigkeit, dass man den Innenraum des Schiffs anschauen kann, während man an dem Schiff rumbastelt, das ist etwas, was viel gewünscht wird. Das haben sie noch gar nicht angesprochen und vielleicht ist das technisch schwierig. Hier geht es darum, dass man Habitate und dass man so Elemente horizontal auch anders rotieren kann und anordnen, dass man Türen und Leitern manuell platzieren kann. Das sind alles so Sachen, die für den Schiffsbau wichtig sind, weil das eben so beliebt ist, dass man die Wartezeiten, die man manchmal bei Händlern oder auf Planeten ausführt, eigentlich nur um Spielmechaniken zu umgehen, dass das beschleunigt werden kann. Das wäre ganz nett. Hier nochmal eine Suchfunktion für die Star Map. Besseres Inventarmanagement. Und sich da nicht zu viel erhofft. Man, es gibt Star UI, was relativ gut ist, aber das haben sie zum Beispiel bei Skyrim nie gefixt. Das geht auch nur über Mods. Und hier, dass man mit Türen, Behältern und so weiter, mit allem Möglichen, auch im Scanner-Mode interagieren kann. Das wäre eine super Quality-of-Life-Änderung. Da muss ich ihm auch recht geben. Leider findet sich davon so gut wie nichts in dem ersten großen Patch, den Starfield selber angekündigt hat, Bethesda selber angekündigt hat für Starfield. Da hat er wohl zu viel erhofft. Jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Ist das für euch, wenn ihr noch Starfield spielt, der richtige Weg? Ist das das richtige Tempo? Habt ihr euch für das erste Update mehr erhofft? Zum Beispiel ein paar Sachen, die sie selber schon angekündigt hatten? Oder seid ihr erstmal zufrieden? Vor allem vielleicht, weil auch Quests betroffen sind oder gefixt sind, die bei euch eben nicht funktioniert haben. Schreibt mir das in die Kommentare. Ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten. Spannend wird eben der 17. Januar, wenn man das genaue Changelog sieht, wenn man genau eine Änderung einsehen kann. Vielleicht ist da noch ein bisschen eine Überraschung drin, dass da doch ein bisschen mehr drin ist, als man jetzt sieht. Dann für heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.